Auf der Kinderstation kümmert sich Schwester Birgit gerade um frischen Tee für die kleinen Patienten, als der 10-jährige Dennis Rütter eintrifft. Der Schüler ist auf dem Spielplatz von einem Klettergerüst gefallen und hat sich das Bein gebrochen. Seine Tagesmutter hat ihn daraufhin in die Klinik gebracht. Tag Dennis. Also ich bin nicht deine Mama, aber ich bin die Krankenschwester. Ja, mein Name ist Birgit. Wir duzen uns, oder? Ja. Und Sie sind? Ich bin die Frau Schmitz, okay. Die Tagesmutter. Mann, ich will zu meiner Mama. Okay, gute Frage. Dennis. Ist die Mutter informiert? Ja, ich habe die angerufen. Die ist schon auf dem Weg. Perfekt. Ich will zu meiner Mama. Dennis, bitte. Aber das brauche ich nicht. Dennis, bitte. Nein. Oh, heute Mama, schlechte Laune? Ja. Tut dir weh, das Bein, ne? Ja. Aber ich sehe, du hast schon Schmerzmittel bekommen. Ja. Okay, und die Mama kommt und dann schauen wir mal. Und dann gehen wir jetzt mal zur Ärztin. Ja, aber sie soll jetzt kommen. Ja, aber die ist ja angerufen, sagt ja deine Tagesmutter, ne? Ja. Was denn? Dennis. Mama, endlich. Was ist passiert? Was ist denn hier los? Vom Klettergerüst gefallen, weil die nicht aufpassen kann. Was? Ja. Schwester Berit, mein Name. Hallo. Guten Tag. Sonja Rütter, entschuldige. Ja, alles gut. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Ärztin rein. Ja. Er ist vom Klettergerüst gefallen. Ja. Zudem ist der Viertklässler ziemlich aggressiv, vor allem gegenüber seiner Tagesmutter. Der Grund für die schlechte Laune des Schülers wird vor allem Kinderärztin Tabia Rode noch Kopfzerbrechen verursachen. Doch vorerst geht es um die Verletzung des Jungen. Zunächst einmal, wir haben ja schon ein Röntgenbild angefertigt, ne? Das ist das, was Sie da sehen. Ich habe gerade eben mit dem Unfallchirurgen telefoniert, der hat sich das mit angeschaut, weil das ist schon ein ziemlich heftiger Bruch. Okay. Ja. Ich denke nicht, und auch der Unfallchirurg denkt nicht, dass wir das konservativ mit einem Gips oder so therapieren können. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall operieren und richten, weil das ist total verschoben. Und da kommen wir mit einem einfachen Gips nicht hin. Mein Patient war der Dennis. Der hatte einen ziemlich ausgeprägten Beinbruch, den er sich bei einem Sturz vom Klettergerüst zugezogen hatte. Allerdings hat er tatsächlich noch eine andere Symptomatik an den Tag gelegt. Ganz schwere Verhaltensauffälligkeiten eigentlich, die dann unsere Aufmerksamkeit auch ganz schnell darauf gelenkt haben. Und irgendwann waren wir mehr mit der Verhaltensauffälligkeit beschäftigt als eigentlich mit dem Beinbruch. Die Tagesmutter von Dennis hatte erzählt, dass er auch eben oft irgendwie Stimmungsschwankungen hat und aggressives Verhalten zeigt und auch eben auch immer sehr viel Durst hat, gewisses Essen verweigert. Ne? Ja. Ja. Und diese ganzen Sachen, auch gerade das mit dem vermehrten Durst, das könnte man eben auch durch eine Mangelerscheinung erklären, ne? Oder eben auch durch irgendeine hormonelle Störung. Und das würden wir dann jetzt direkt einmal mit untersuchen. Ja, okay. Ne? Aber gibt's mir auch immer schon zu wenig trinken. Dennis, du kriegst immer viel Wasser bei mir, sogar viel zu viel. Dennis, bitte. Das bitte, Rätsel kannte nicht mit, Vanessa. Sie war immer lieb zu dir. Immer. Nein, war sie gar nicht, selbst sogar in der Garage eingesperrt. Was? Also der Dennis war jetzt nicht der Sympathieträger an dem Tag hier bei uns auf Station. Er hat wirklich seine Tagesmutter mit schweren Vorwürfen belastet. Sie gibt ihm nichts zu trinken, sie behandelt ihn schlecht. Ja, und dann kam ja der GAU, sie hätte ihn in die Garage gesperrt. Das sind natürlich Vorwürfe. So, man kriegt nicht genug zu trinken, das ist so ein Empfinden. Aber in die Garage zu sperren, das war wirklich ein massiver Vorwurf und dem muss man eigentlich nachgehen. Wir haben jetzt hier schon mal zumindest das Blutbild und auch einen vorläufigen Befund. Und was ich hier ganz interessant finde, ist vorläufig allerdings nur, dass die was im Blut gefunden haben, was da definitiv nicht reingehört. Und das ist wahrscheinlich Ethylenglykol. Kann man schauen, das Bein tut weh. Dennis, bitte. Wir müssen jetzt einmal kurz hier das zu Ende machen. Ja, so viel Geduld musst du schon noch haben. Ethylenglykol ist eigentlich ein Frostschutzmittel. Sag mal, hast du irgendetwas getrunken oder gegessen? Irgendetwas, was man vielleicht nicht hätte trinken oder essen sollen vielleicht? Ich habe mir zu wenig trinken gegeben, dann habe ich aus einem Kanister getrunken, aber das war so eklig. Das stimmt das mit der Garage? Spuckt. Ja, das stimmt. Wie, was ist denn da vorgefallen? Was war denn los? Warum zu wenig zu trinken? Also er trinkt immer zu wenig trinken. Immer gibt es mir zu wenig trinken. Okay, also ich würde sagen, wir bringen Dennis jetzt erstmal auf sein Zimmer. Ja. Und dann sprechen wir noch mal in Ruhe. Okay? Du hast ein super tolles Zimmer hier, mit Vollpension. Ich will aber nach Hause. Ja, das glaube ich dir. Aber schau mal, ich will jetzt nach Hause. Ja, das geht. Nee, jetzt ist das Beste. Wir müssen das erstmal operieren. Okay, das ist wirklich was sonst nicht funktioniert. Du kannst sonst nachher nicht mehr laufen. Mit viel Einfühlungsvermögen lässt sich der 10-Jährige besänftigen und von den Schwestern in sein Zimmer bringen.
Anschließend will die beunruhigte Mutter des Jungen wissen, was hinter den erschreckenden Anschuldigungen ihres Sohnes steckt. Was ist passiert? Wie ist er runtergefallen? Und vor allem, warum hast du ihn eingesperrt? Was ist passiert? Ja, es war eine Katastrophe heute. Er war völlig aggressiv. Er hat erst mal so viel Wasser getrunken. Ich war völlig überfordert. Ich habe ihm immer wieder gesagt, er muss was essen. Dann hat er die erste Flasche getrunken, dann die zweite. Hat nicht mal 10 Minuten gedauert, dass er fast 2 Liter getrunken hat. Und ich habe ihn immer wieder gebeten, was zu essen. Und dann wollte er noch mehr Wasser, ist auf mich losgegangen, hat mich getreten, hat mich gebissen in den Arm. Und da war was? Halt, ja, also gebissen ich war einfach sogar völlig überfordert. So habe ich ihn auch noch nie erlebt. Also dennoch muss man sagen, dass es eigentlich natürlich nicht geht, jemanden in die Garage einzusperren. Ne? Das ist eigentlich jetzt keine Erziehungsmethode. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, nachdem wir so als vorläufigen Befund schon hatten, dass da eventuell Ethylenglykol im Blut ist. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass das auch in Frostschutzmittel drin ist. Könnte es natürlich sein, dass er in der Garage Frostschutzmittel getrunken hat. Ja. Haben Sie sowas in der Garage? Ich denke nicht. Das kann nicht sein. Also es wäre schon wichtig, wirklich wichtig zu wissen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mich natürlich gewundert, als er Dennis kam, dass, obwohl dieser Verdacht ja im Raum stand, dass er Frostschutzmittel getrunken haben soll, er überhaupt gar keine Anzeichen gezeigt hat für eine wirkliche Vergiftung. Also keine Bauchschmerzen, keine Übelkeit, kein Erbrechen. Das hat mich erstmal irgendwie ein bisschen stutzig gemacht und mich natürlich auch so ein bisschen daran zweifeln lassen. Aber was dann wirklich passiert ist, da wären wir in dem Moment noch gar nicht drauf gekommen. Sie hatten gerade noch was von dem Essen berichtet. Genau. Können Sie also, da noch mal... Er weigert sich zu essen. Also ich denke, das ist so eine Art Trotzreaktion. Ich meine, das ist... Ja, das dann macht er das schon in mal. Dem Alter. Er bricht schon mal. Also wir haben wirklich vermutet, dass es... Als Trotz. Trotz ist, ja. Genau. Weil er, waren Sie denn mal irgendwann beim Kinderarzt deswegen? Nein. Ich habe das halt immer, warum nicht? Ja, ich habe das immer auf diese Trotzphase. Also wir werden das ja sowieso noch mal untersuchen. Wir haben ja noch diese Laborergebnisse ausstehen und gucken da noch mal, was dabei rumkommt. Ich würde nur, weil mir das jetzt wirklich sehr, sehr wichtig ist, Sie bitten, einmal nach Hause zu fahren und einmal zu gucken, ob Sie wirklich kein Frostschutzmittel in der Garage haben. Das ist wirklich grundlegend wichtig jetzt gerade, das zu klären. Ich meine, er hat zwar gesagt, dass er das nur einen Schluck genommen hat und wieder ausgespuckt hat, aber wie sicher kann man sich da sein? Während die Tagesmutter nach Hause eilt, neigt sich der Tag in der Klinik am Südring dem Ende zu. Am nächsten Morgen steht für Dennis bereits früh die OP seines gebrochenen Beines an. Im Einleitungsraum spürt Schwester Katrin, dass dem Schüler wirklich etwas auf dem Herzen liegt. Und, alles in Ordnung? Ja. Ja? Ich will zu Mama und nicht zu der blöden Tagesmutter. Warum denn blöde Tagesmutter? Das ist eine Hexe, die hat mich gehauen. Wie? Nur weil wie? Ich ihr Essen wie, die nicht hat mag. Gehauen? Ja, weil also, ich ihr Essen nicht mag. Weil du ihr Essen nicht magst, ja, hat sie dich gehauen? Nicht. Ja. Okay, hast du das denn mal deiner Mama erzählt? Also ich bin selber Mutter und wo mir der Dennis erzählt hat, dass seine Tagesmutter handgreiflich geworden ist, nur weil er sein Essen nicht aufgegessen hat. Klar sind Kinder nicht immer leicht und nicht in dem Alter, zicken manchmal rum, aber handgreiflich zu werden ist jetzt keine Lösung. Erziehungslösung schon mal gar nicht, erst recht nicht, wenn es noch nicht mal die eigene Mutter ist. Ich habe aber die Tagesmutter am vorigen Tag getroffen und hatte nicht den Eindruck, dass sie gewalttätig gegenüber Kindern ist. Aber man sagt ja, der trügt manchmal, wer weiß, ob es stimmt. Aber weißt du was? Das Allerwichtigste zuerst mal ist jetzt, dass du gesund wirst, dass dein Bein wieder in Ordnung ist. Und nach der OP müssen wir das aber der Mama erzählen, in Ordnung? Jetzt dreht sich aber alles darum, ob der schwere Beinbruch des Schülers komplikationslos gerichtet werden kann. 3 Stunden später hat Kinderärztin Tabia Rode endlich Neuigkeiten für die angespannte Mutter und die Nanny des Jungen. Hallo. Also, erstmal vorneweg, mit der OP ist alles gut gelaufen. Er ist wieder auf seinem Zimmer. Der Bruch ist gut gerichtet. Das wird alles verheilen. Schön. Ja? Gott sei Dank. Ich sehe, Sie haben da einen Kanister mit dabei. Ja. Also das war alles, was ich in der Garage gefunden habe. Es hat sich ja Gott sei Dank herausgestellt, dass es kein Frostschutzmittel war, was Dennis getrunken hatte, sondern nur destilliertes Wasser. Da gibt es ja immer noch dieses Ammenmärchen, dass man keinen Schluck destilliertes Wasser trinken darf, weil man sonst stirbt.
Das möchte ich hier einmal ausräumen, das stimmt so nicht. Natürlich kann zu viel destilliertes Wasser einem Schaden zufügen, aber in so kleinen Mengen macht das nicht viel. Ich habe inzwischen die richtige Diagnose für Sie. Okay. Naja, Gott sei Dank, das ist so eine Sache. Also, was wir entdeckt haben, ist, dass es eben nicht Ethylenglykol war, was in seinem Blut war, sondern was wir gesehen haben, ist eine Methylmalonazidurie. So heißt diese Erkrankung, MMA. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, die angeboren ist. Und was heißt das jetzt? Also, was müssen wir machen oder was bedeutet das jetzt? Ich komme einmal zu Ihnen, ja? Also, das Ganze ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Ja. Angeboren bedeutet auch immer, dass es eigentlich erstmal ursächlich nicht heilbar ist. Es ist aber auch erstmal nicht so ein ganz großes Problem, denn man kann eine gewisse Diät einhalten, sodass dann auch die Symptome eigentlich verschwinden und man ganz gut damit leben kann und auch eine ganz normale Lebenserwartung hat. Normalerweise sollte da jetzt dann, wenn Sie die Diät einhalten, keine weiteren Probleme entstehen. Eine Sache müssen wir noch ganz wichtig klären. Im OP hat Dennis behauptet, dass er geschlagen worden wäre. Was? Von Ihnen. Ja. Von ihr? Ihr? Ja, das wäre mir schon wichtig, dass wir das noch klären. Also, das hat er der Einleitungsschwester gesagt, bei der Einleitung. Also, was ist denn da passiert? Ich würde sowas nie machen, das musst du wissen. Das kann überhaupt nicht sein. Also deswegen bin ich ja so schockiert jetzt auch. Das, also. Als ich zugehört habe und das Gesicht der Tagesmutter sah, da war mir eigentlich vollkommen klar, die hat nichts gemacht. Die ist wirklich, der ist alles, alle Gesichtsmuskeln sind ihr entglitten und sie tat mir in dem Moment so unsagbar leid. Die Nanny des 10-Jährigen ist zutiefst verunsichert und verletzt. Ob und warum sich ihr Schützling die Geschichte ausgedacht hat, soll nun in einem Gespräch geklärt werden. Der Viertklässler ist mittlerweile zurück auf Station und erholt sich. Die OP ist ganz gut gelaufen. Wir haben alles wieder schön fein gemacht, so wie es vorher war. Die Knochen stehen wieder alle schön aufeinander. Du kannst am Ende wieder rumspringen wie ganz normal. Du musst allerdings noch ein bisschen warten damit, bis der Gips dann abkommt und bis du es wieder richtig belasten darfst. Aber alles wird wieder gut. Okay? Was das andere angeht, wir hatten ja besprochen, dass du immer so ein bisschen aggressiv bist und dass, dass du ein bisschen verhaltensauffällig einfach bist und so viel Durst hast und diese ganzen Sachen. Und ich hatte ja auch schon erzählt, dass wir da auch noch mal Laboruntersuchungen gemacht haben. Und die haben wir jetzt. Und da hat sich gezeigt, dass du eine Stoffwechselerkrankung hast, die wir nicht heilen können. Aber wenn du eine bestimmte Diät einhältst, dann kriegen wir das ganz gut in den Griff. Und dann wird sich das auch wieder ein bisschen regulieren mit deinem Durst und mit deinem Verhalten. Okay. Und die Diät ist nur lecker, ne? Ja, ja, natürlich. Diäten sind immer nur lecker. Diät. Also keine doofe Diät, eine gute. Du musst auf ein paar Kleinigkeiten verzichten, aber ganz ehrlich, das hast du sowieso schon gemacht, von alleine, weil du anscheinend schon gemerkt hast, dass dir die Sachen nicht gut tun, hattest du auf verschiedene Sachen ja sowieso schon verzichtet. Und das sind Sachen, die du jetzt wahrscheinlich auch auslassen musst. Aber das wird dir wahrscheinlich gar nicht so viel machen, wenn ich das so richtig sehe. Das heißt, im Prinzip konntest du gar nicht wirklich was für dein Verhalten, sondern das war eine Krankheit, die dich so gemacht hat. Okay. Ne? Du warst ja schon manchmal ein bisschen böse, ne? Und du hast da ja auch ein bisschen was erzählt über deine Tagesmutter im OP, habe ich gehört. Ne? Willst du da vielleicht noch was zu sagen? Ja, das stimmte nicht. Das stimmte nicht. Ich war halt so sauer auf sie und dann habe ich das halt gesagt. Du weißt aber schon, dass man sowas nicht machen darf. Ne? Das ist eine ganz schwere Anschuldigung. Das darf man nicht einfach behaupten. Ja, also das hat mich sehr getroffen, Dennis. Ich weiß nicht, warum du das erzählt hast, aber das kannst du. Das ist so schrecklich. Hast du nicht so gemeint, ne? Ja. Ich denke, du hast dich jetzt entschuldigt. Jetzt müssen wir mal schauen, ob deine Tagesmutter die Entschuldigung auch annimmt. Ja, natürlich. Natürlich. Ich hab dich auch lieb, das weißt du. Aber ich bin auch froh, dass wir jetzt wissen, woran es gelegen hat, weil du warst wirklich nicht du selbst. Also es war schon erstaunlich, wie die Veränderung von Dennis nach der OP war. Er kam rein, er war ruhig, er war entspannt, er hat nicht geschrien, er hat sogar ein kleines Lächeln auf dem Gesicht gehabt, das hatten wir vorher noch gar nicht bei ihm gesehen. Und er hat sich dann sogar bei seiner Tagesmutter entschuldigt. Und das finde ich schon ganz großartig, weil
Das ist das Manko von vielen. Entschuldigen können sich nämlich nicht viele. Und das war schon schön anzusehen. Und da merkte ich auch, dass der Tagesmutter wirklich so ein Felsblock aus dem Herzen gefallen ist. Dennis wurde 2 Wochen später aus der Klinik entlassen. Seitdem ein Ernährungsberater dem 10-Jährigen einen Essensplan aufgestellt hat, gab es keine unkontrollierten Wutausbrüche mehr. Er wird weiterhin von Tagesmutter Vanessa